Am 22. April ist es soweit. Dann soll Andrea Nahles zur Vorsitzenden ihrer Partei, der SPD, gewählt werden. Die Karriere der Genossin hat hier begonnen, in ihrem Heimatort Weiler, mitten in der Eifel. Andrea Nahles hat sich im Laufe von 30 Jahren beständig in die Führungsspitze der SPD hinaufgearbeitet. Der Anfang hier in Weiler war nicht ganz einfach, berichtet die heute 47-Jährige. Das ist hier eher eine konservative Ecke, das ist noch milder ausgedrückt. Und insoweit war es eine Provokation für sich genommen, dass ich überhaupt in die SPD eingetreten bin. Und das fand auch erstmal in meiner Familie eigentlich keinen positiven Widerhall. Und dann auch noch einen SPD-Ortsverein zu gründen, das war dann die maximale Provokation. Einer, der Nahles von Anfang an kennt, ist Anton Schüller. SPDler seit 62. Er erinnert sich, dass man als Sozialdemokrat in der Eifel auch schon mal mit der Mistgabel verfolgt wurde. Das hat mich beeindruckt, diesen Mut in der Region aufzubringen. Das war eigentlich mitentscheidend, wo man sagen kann, zu der Frau kann man Vertrauen haben, aus der Frau kann was werden, aus der Frau wird auch was, da bin ich, ist ja auch was geworden. Schüller erzählt, er gehörte zu den Bezugspersonen von Nahles, als sie sich als Kreistags- und Bundestagsabgeordnete für die Interessen der Arbeiter und Unternehmer in der Region eingesetzt habe. Ihr Dorf in der Eifel empfindet Nahles als Rückzugsort von der politischen Bühne. Und ich habe ja auch schon schlimme Sachen erlebt. Ich habe selber auch schon Fehler gemacht, worauf ich nicht stolz war. Wo du dann auch drüber nachdenken musst, machst du weiter? Ich bin auch 2002 aus dem Bundestag rausgefallen. Das war ja auch ein Bruch. Und das ist immer gut, dann wieder zurückkommen zu können. Und man hatte das Gefühl, das wird auch hier ganz einfach akzeptiert. Im Dorf will Nahles ein möglichst normales Leben führen, bestätigt Simone Kirst, deren Tochter die Freundin von Nahles kleiner Tochter ist. Also ich erlebe es halt so, dass sie, wenn sie hier ist, dann auch für ihr Kind da ist. Ist halt eben nicht immer da, klar. Und sie hat auch mal erzählt, dass sie dann, wenn sie in Berlin ist, oft bis in die Nacht arbeitet, um dann wirklich die Zeit, die sie hier ist, dann auch für ihr Kind da zu sein. Ne? Andrea Nahles auf dem Weg zur Parteispitze. Wie hat sie das in jüngster Zeit verändert? Und da habe ich dann auch so ein bisschen in den letzten Wochen über die Vergangenheit, über die letzten 30 Jahre meines Wirkens in der SPD nachgedacht natürlich. Ne? Was war das eigentlich für eine Zeit? Und da sind mir teilweise lustige Sachen eingefallen und teilweise weniger lustige Sachen eingefallen. Aber es ist auf jeden Fall schon eine lange Strecke. Ich glaube aber eben auch, was ich auch empfinde, ist, ich glaube, ich kann's. Also ich habe schon das Gefühl, die Aufgabe ist groß, aber ich habe mich auch lange irgendwie vorbereiten können auf die Aufgabe. Ja. In ihrer Abiturzeitung hat Nahles im Jahr 1989 zwei Berufswünsche angegeben, von denen sie einen, zumindest in Teilzeit in der Eifel, bereits in die Tat umgesetzt hat.